Ich finde es sehr wichtig, dass es gelungen ist, viele von den Leuten, sowohl in Russland als auch in Deutschland, als auch in anderen europäischen Ländern, hier zusammenzuholen, die wirklich darüber nachdenken, wie man in Russland zu freieren Verhältnissen kommen kann und auch zu spüren, dass es alle diese Menschen, und das sind sehr kompetente Leute, auch weiter gibt, dass sie sich finden, dass sie miteinander in Kontakt stehen, dass sie auch tatsächlich zusammenzurufen sind und dieses gemeinsame Ziel haben. Ich denke, der nächste Schritt ist tatsächlich, dass man versteht, was daraus jetzt praktisch folgt. Es gibt viele Meinungen, die hier offen ausgesprochen worden sind, von denen die meisten auch der Meinung sind, dass sie Konsens sind. Aber tatsächlich, um in der Gesellschaft in Russland anzukommen, um dort die Menschen zu überzeugen und zu bewegen, um tatsächlich auch dort dazu beizutragen, dass es ein verändertes Denken gibt, eines, das darauf zuläuft, sich eine freiere und dann auch bürgerschaftlichere Gesellschaft aufzubauen. Dazu muss man sehr konkrete Dinge miteinander besprechen. Wahrscheinlich in Arbeitsgruppen, wahrscheinlich zu konkreten Themen, wahrscheinlich über Jahre. Und auch verstehen, dass wenn man sich in Berlin trifft, dass das noch nicht die Lösung ist, sondern dass man am Ende natürlich das macht, um für Russland eine bessere Perspektive zu entwickeln, um insgesamt in Osteuropa voranzukommen und am Ende auch, um die europäische Integration zu schaffen. Das heißt, das große europäische Haus, von dem wir so lange schon reden und auch ein bisschen träumen und an dem wir seit vielen Jahren arbeiten. Also ich denke, dass alle und besonders in Russland gesehen haben, dass jemand, der in den 90er Jahren noch Teil der Regierung sein konnte, in den 2000er Jahren in die Opposition gehen musste, was noch normal ist, aber auch zu einer verfolgten Opposition gehört hat, obwohl sie demokratische Ziele hat. Und das sagt viel aus über die Veränderungen in dem Land. Und es ist dann auch erschreckend und empörend, dass er ermordet wurde und dass diese Untat bisher nicht wirklich aufgeklärt worden ist. Das ist etwas, was zu tun bleibt. Wir kennen die Hintermänner nicht. Und es ist auch geschehen in einem Moment, als er in Forschungsarbeit letztlich sozusagen eine Recherche veröffentlichen wollte zu dem, wie die russische Regierung in der Ostukraine beteiligt war. Und das ist natürlich etwas, was einfach auch ein Bruch des Völkerrechts ist, dass die russische Regierung dort in der Krim als Annexionsmacht aufgetreten ist, in der Ostukraine als Unterstützung von Separatisten auftritt. Das sind Dinge, die deswegen für die russische Regierung extrem sensibel sind. Und er ist ermordet worden, als das kurz bevorstand. Auch das muss man vielleicht als Zeichen sehen. Selbstverständlich hat die Arbeit sich verändert, aber es ist schon immer recht anstrengend gewesen, auf der Ebene der Bürgergesellschaften frei arbeiten zu können, weil es gab immer viele Beschränkungen. Sie haben mit den Jahren zugenommen. Sie haben seit 2014 nochmal zugenommen, aber auch seit 2012 schon durch das Agentengesetz, das gegen die russischen Organisationen gerichtet ist. Und denn es ist natürlich so, dass die Abschließung des Landes insgesamt fortschreitet, weil einfach die russische Regierungspolitik und damit auch die Medienpolitik so ausgerichtet ist, dass die Leute mehr Reservierung, mehr Vorsicht empfinden, wenn es um Zusammenarbeit mit dem Ausland geht. Das gerade war in den 90er Jahren noch anders. Damals gab es ein ausdrückliches Interesse daran, ausländische Erfahrungen aufzunehmen, mit dem Ausland zusammenzuarbeiten, und ich denke, das ist auch der Weg der Zukunft.